Servus Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Rafa und sorry for that, die letzte Ausgabe ist schon eine Weile her. Eigentlich war es angedacht gewesen, jede Woche einmal Frag Rafa zu bringen, aber das ist so nicht immer möglich. Dafür möchte ich mich entschuldigen, denn ihr wisst, ich war in Japan, Tokio gewesen, dann hatte ich auch viel um die Ohren gehabt bezüglich meines Nebenjobs und. Aber jetzt geht's wieder los, regelmäßig Frag Rafa, also postet mir eure Fragen als Kommentar unter dieses Video. Ich picke mir dann nächste Woche wieder ein paar Fragen raus. In dieser Ausgabe geht es unter anderem um die Fragen, die richtige Pausenzeit zwischen den Sätzen, ja, worauf sollte man da achten? Dann die Atmung beim Training, wie sollte die sein? Muss man da auf gewisse Sachen achten oder ist es vollkommen egal? Wie handhabe ich das Ganze? Und Proteinpulver, braucht man es wirklich, um ein Muskelberg zu werden? Und dann gibt es dann natürlich wieder eine Schnellfragerunde. Seid gespannt, auf was für Fragen ich da eingehen werde. Das alles und noch viel mehr in dieser Ausgabe, also dranbleiben. Die erste Frage kommt von King Sanya und er möchte wissen, wie wichtig ist eine korrekte Atmung beim Trainieren? Bei mir ist es leider so, dass ich es zu sehr vernachlässige. Die Atmung beim Training ist sehr wichtig, besonders beim Krafttraining. Eigentlich bei jeder Art von Sport ist die Atmung entscheidend, denn sie kann unterstützend sein und sie kann halt auch leistungssteigernd sein, wenn man dann halt angepasst atmet. Beim Krafttraining ist es so, dass beim Heben vom Gewicht der konzentrischen Phase ausgeatmet werden sollte und beim Senken vom Gewicht der exzentrischen Phase sollte eingeatmet werden. Es gibt eine leichte Eselsbrücke, dass man sozusagen das Gewicht wegpusten sollte. Also wenn ich Bankdrücken durchführe und das Gewicht von meiner Brust wegbewege, atme ich aus und senke ich es wieder, atme ich ein. Was kann passieren, wenn man nicht auf seine Atmung achtet? Ja, dann kann es zu Verspannungen kommen. Diese können uns dann wiederum Kraft rauben und im schlimmsten Fall können wir uns eventuell irgendwie verletzen. Dementsprechend versucht auf eure Atmung beim Training zu achten. Zugegeben, auch ich habe manchmal Probleme, richtig zu atmen beim Trainieren, weil ich halt einfach in so einem Stressmodus bin und versuche, die Übung einigermaßen korrekt auszuführen und einfach dann meine Atmung etwas vernachlässige. Das ist aber im Grunde kein Problem, wenn man jetzt nicht grundsätzlich falsch atmet während der Trainingseinheit. Wenn man zu 80-90% auf seine Atmung achtet, dann ist es vollkommen okay, dann muss man sich da gar keine Sorgen machen. Es gibt sogar Theorien, beziehungsweise Sportler, die atmen so im Prinzip ganz anders auf ihre Atmung. Die führen dann zum Beispiel mehrere Wiederholungen in einem Satz aus, zum Beispiel beim Kreuzheben oder aber bei den Kniebeugen und atmen nur einmal aus. Beziehungsweise atmen einmal ein, also führen dann wirklich mehrere Wiederholungen nur mit einem Atemvorgang aus und versuchen auf diese Art und Weise halt auch ihren Körper zu konditionieren, zu trainieren. Das ist zum Beispiel bei Gewichthebern manchmal so der Fall. Also wie gesagt, es gibt wirklich verschiedene Herangehensweisen an die Atmung beim Training. Spritzotron möchte wissen, ist es besser, Kniebeuge bis zum Boden oder nur bis zu einem rechten Winkel durchzuführen, beziehungsweise wo ist der Unterschied zwischen den beiden Arten? Grundsätzlich ist es so, es gibt kein besser oder schlechter im Krafttraining, besonders bei den Kniebeuge, ob ich jetzt Ass to Grass durchführe oder aber Oberschenkel parallel zum Boden. Beides hat Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist es eine Frage des Ziels, möchte ich Muskelaufbau betreiben oder aber möchte ich so viel Gewicht bewegen, wie es nur geht, also Powerlifter, ne, in so eine Richtung. Und es ist halt auch eine Frage der Anatomie. Es gibt Leute, die sind einfach etwas prädestinierter dafür, Ass to Grass durchzuführen, weil sie beweglicher sind. Und dann gibt es halt einfach Leute, die sind etwas steifer, die kommen dann halt in den Buttwing rein, beziehungsweise können gar nicht so tief runter, weil ihr Körper es nicht gewohnt ist. Sie müssen sich erstmal zum Ass to Grass hin trainieren. Das sind so die entscheidenden Punkte. Ich hatte ja auch angesprochen, dass es eine Zielfrage ist. Hintergrund ist einfach der, beim Ass to Grass reizt man mehr Muskeln bzw. die Hilfsmuskeln arbeiten mehr mit als bei der Variante, wo die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Bei dieser Variante ist es aber einfach so, dass der Weg nach oben nicht so groß ist und dementsprechend kann man eventuell mehr Gewicht bewegen. Also das geht dann halt wieder in diese Richtung des Powerliftings. Und das ist halt, ja, der grobe Unterschied. Da kann man natürlich noch viel, viel mehr ins Detail gehen. Das möchte ich aber gar nicht. Für meinen Geschmack ist es so, dass mir parallel
zum Boden, also die Oberschenkel, vollkommen ausreicht. Ich brauche kein Ass to Grass, denn ich bin der Meinung, mir persönlich tut es auch nicht so gut. Ich bin auch nicht so der Beweglichste, muss ich dazu sagen. Also die Version, wo die Oberschenkel parallel zum Boden sind, reicht mir vollkommen aus. Ich versuche dann halt mit anderen zusätzlichen Übungen für den Unterkörper das alles so ein bisschen zu kompensieren. Redding möchte wissen, kann man zu viel Pause machen und ab wann ist es zu viel? Ich denke, du meinst hier die Satzpause. Ja, natürlich kann man zu viel und zu lange Pause machen. Wenn ich jetzt zwischen den Sätzen immer 10, 15 Minuten pausiere, habe ich einfach hier den Nachteil, dass ich eventuell ja kalt werde, dass meine Muskeln kalt werden, dass die Bänder und Sehnen nicht mehr so elastisch sind und dementsprechend steigt halt das Verletzungsrisiko. Ist natürlich ganz klar, wenn ich einen Satz durchgeführt habe und dann halt lange warte und dann halt wieder in einen Satz einsteige, mit viel Gewicht trainiere, dann habe ich halt wirklich einfach ein enorm hohes Risiko, mich zu verletzen. Und das muss natürlich nicht sein. Grundsätzlich ist die Satzpause von der Trainingsmethode abhängig und vom Trainingsziel. Habe ich das Ziel, Fett zu verbrennen, also enorm viel Kalorien während der Trainingseinheit zu verbrennen, sollte man eher wenig Pause machen, beziehungsweise die Pausenzeit in den zwischen den Sätzen so kurz wie möglich halten, 30 bis 60 Sekunden. Habe ich eher das Ziel Muskelaufbau, dann kann ich auf jeden Fall länger pausieren, 60 bis 120, wenn nicht sogar bis 180 Sekunden. Ich für meinen Teil mache zum Beispiel sehr, sehr lange Pause zwischen den Sätzen, so wirklich 120 bis 180 Sekunden, weil ich einfach für mich persönlich festgestellt habe, dass ich so am besten fahre, dass ich im neuen Satz dann viel regenerierter bin, als wenn ich eine kurze Pausenzeit hatte und eventuell dadurch halt ein, zwei Wiederholungen im Satz mehr schaffe. Und das ist halt für mich einfach idealer. Ne? Da muss jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden, was ist denn am besten für ihn. Also einfach mal ein bisschen experimentieren mit einer längeren Pausenzeit zwischen den Sätzen oder aber mit einer kürzeren Pause. Zeit und halt im Hintergrund immer das Trainingsziel haben. Ne? Ist ganz klar, wenn ich länger Pause mache, dass ich dann halt im nächsten Satz einfacher an den Satz rangehen kann. Eventuell das Gewicht mich nicht so schnell ermüdet. Turgayil möchte wissen, muss man Proteinpulver zu sich nehmen, um ein Monster zu werden, also große Muskeln zu bekommen? Ich habe sowas noch nie genommen und trotzdem sind meine Muskeln riesig. Ich frage mich also, wofür das Zeug eigentlich genau da sein soll. Grundsätzlich ist es so, nein, man braucht kein Proteinpulver, um Muskeln aufzubauen. Das sollte euch jedem bewusst sein. Warum gibt es die Produkte aber dennoch? Ja, sie sind nämlich einfach der bequemere Weg, um den Körper, um die Muskeln mit Nährstoffen zu versorgen. Ihr müsst euch das so vorstellen, nach einer Trainingseinheit braucht der Körper einfach ein paar Stoffe, mit denen er das Muskelwachstum, die Muskelregeneration vorantreibt. Ne? Und das sind dann im besten Fall Proteine und Kohlenhydrate. Und da könnte ich mir natürlich nach einer Trainingseinheit was Leckeres zubereiten, groß in die Küche gehen und wirklich zaubern. Das kostet aber Zeit. Und die hat man eventuell nicht immer. Und da bietet es sich halt einfach an, zu einem Proteinpulver zu greifen. Denn das ist nichts anderes als ein Konzentrat. Man nimmt einfach gewisse Lebensmittel und extrahiert aus denen die Proteine und stellt daraus halt ein Pulver her. Und das ist halt nichts Verwerfliches. Und durch dieses Pulver kann man halt seinen Körper, seine Muskeln sehr einfach und bequem mit Nährstoffen versorgen im Sinne des Muskelaufbaus. Die Muskelregeneration wird etwas unterstützt. Und das ist halt auch schon alles. Ne? Wenn man sich ausgewogen ernährt und wirklich auf eine proteinreiche Ernährung achtet, dann muss man auch nicht unbedingt zu einem Proteinpulver greifen. Ich zu meinem Teil bin halt manchmal immer irgendwie unterwegs und bin halt auch nicht so der Meisterkoch und dann bietet es sich einfach für mich an, dann halt zu einem Proteinpulver, zu einem Proteinshake zu greifen, besonders halt nach einer Trainingseinheit. Ne? Da muss aber jeder für sich selber entscheiden, möchte er Proteinpulver konsumieren, ja oder nein. Es steht jedem frei und es ist, wie gesagt, auch kein Problem. Da sind keine Stoffe drin, die irgendwie negativen Einfluss auf den Körper haben oder sonst irgendwie etwas. Wenn man sich einen Shake am Tag gönnt, vielleicht auch zwei, ist das vollkommen okay. Alles, was da drüber geht, das würde ich nicht empfehlen, aber ein, zwei Proteinshakes am Tag sind vollkommen okay. Das ist kein Thema. Kommen wir zur Schnellfragerunde. Ihr wisst, ihr könnt mir seit kurzem einfache, simple, kurze, dumme Fragen stellen und ich werde sie auf lustige Art und Weise beantworten. Los geht's! Ist Muskelkater positiv oder negativ?
Ganz ehrlich, no pain, no gain. Siehst du deine Energie beim Bankdrücken auch aus dem Boden? Ganz ehrlich, so Schwachsinn habe ich noch niemals in meinem Leben gehört. Ich ziehe meine Energie aus der Sonne. Ja, noch nie was von Superman gehört? Pff. Dein peinlichster Moment im Fitnessstudio. Ein riesig lauten Furz gelassen. Und jeder hat ihn gehört und jeder hat ihn gerochen. Bist du cool? Ganz ehrlich, Mentholbonbons, Dr. Freeze und die Eiszeit sind ein Scheiß gegen mich. Deal with it. Kannst du dich am Rücken kratzen oder ist dein Bizeps zu groß? Probieren wir es doch einfach mal aus. So, ich würde sagen, ich kann mich am Rücken kratzen. Mal von hinten. Ja, ne? Kann man mal machen, sich so einfach mal am Rücken kratzen. Okay. Ja, also, mehr oder weniger. Sei ehrlich, magst du Beintraining? Ich liebe Beintraining. Ich liebe Beintraining so sehr wie einen Mückenstich am Arsch, wie einen Kuss von seiner sabbernden alten Tante auf die Stirn und ich liebe es so sehr wie eine Darmspiegelung. Ja, ganz ehrlich, Leute, ich liebe Beintraining. Ernsthaft, ich mag es wirklich. Ich mache zweimal die Woche Sport und bleibe dick. Was kann ich machen? Mehr Sport, weniger Essen. Okay? Das war's mit dieser Ausgabe von Fragraffa. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten wieder der wichtige Aufruf, stellt mir neue Fragen, postet die als Kommentar unter das Video. Es können stupide Fragen sein, es können einfache Fragen sein, es können private Fragen sein und natürlich sollten es auch ja, fitnessbezogene Fragen sein. Also ja, haut fleißig in die Tasten, stellt mir eure Fragen. Ansonsten habt ihr nochmal hier 3 Verlinkungen zu älteren Videos von mir, schaut die euch an, eventuell könnt ihr da den einen oder anderen Fitness-Tipp mitnehmen. Ist immer wieder sehenswert von mir, ältere Videos und dann auch wieder der Hinweis, folgt mir auf Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv, lasst dort ein Like da, schreibt mir was an die Pinnwand oder aber folgt mir auf Instagram. Bitte folgt mir auf Instagram, ich flehe euch an. Ich poste da so viele Fotos, meine Güte. Aber keiner möchte sie sehen. Ja, noch ein paar Leute wollen sie sehen und gerne ja, möchte ich, dass das noch mehr Leute tun. Also folgt mir auch auf Instagram, sucht dort einfach nach meinem Nickname RaffaInFit. Folgt mir dort, ich würde mich riesig drüber freuen. Es gibt jeden Tag 2-3 Fotos von mir. Das ist doch eine Ansage, Leute. Meine Güte. Ha. Ja, das war's. Wir sehen uns die Tage. Haut rein.